Ich möchte jetzt an dieser Stelle mal die verschiedenen Techniken zeigen mit den verschiedenen Pinseln. Ich habe ja die verschiedenen Pinsel am Anfang beschrieben. Jetzt zeige ich Ihnen mal, wie man mit einem Spitzpinsel arbeitet. Ich verdünne die Farbe etwas mit Wasser, ziehe die Farbe raus, drehe den Pinsel dabei. Dadurch bleibt mir die Pinselspitze erhalten. Sie sehen, die bleibt schön spitz. Setz den Handballen auf, halte den Pinsel ganz fest und ziehe einfach den ganzen Arm. Und damit ist auch gewährleistet, dass Sie eine schöne Linienführung bekommen. Sie können also wirklich hier ganz schnell Ihre Linienführung durchziehen. Also hier mal den Spitzpinsel hin, dann sehen Sie, das ist für diesen Pinsel die spezielle Technik. Dazu ist er für kleine Details auch super geeignet. Wenn Sie Baumstämme oder sowas machen müssen, gehen Sie einfach hin und ziehen den Pinsel heraus. Etwas mehr Druck, dann wird das dicker und so können Sie auch einfach nur mal solche Formen herausbringen. Wieder dieses Auswaschen, Abklopfen und flach ablegen. Das nächste wäre jetzt hier der Katzenzungenpinselborste. Ich zeige Ihnen mal so was wunderschön Typisches für diesen Pinsel. Ansetzen, leicht rüberreiben oder kurzer Strich. Pastos gearbeitet oder ganz fett im Auftrag. Fett bedeutet in der Malerei die Farbe dick aufgetragen. Im Gegensatz dazu heißt diese Seite mager, wenn ich die Farbe ganz dünn auftrage oder lasierend. Hier, so pastos können Sie mit diesem Pinsel arbeiten. Sie haben ein sehr breites Spektrum im Pinsel und gleichzeitig sehen Sie auch, die Form ist sehr ungleichmäßig, dadurch wirkt sie auch natürlicher. Auch hier wieder abgelegt den Pinsel. Einer der nächsten Pinsel wäre mein Fächerpinsel. Den kombiniere ich jetzt mal spaßeshalber mit meinem Spitzpinsel. Ich habe ja vorhin gesagt, komm, machen wir mal so eine Baumform. So. Ziehen wir das hier mal so raus, bisschen mehr Druck gegeben. Habe hier jetzt im Prinzip das Gerüst des Baumes gesetzt. Nehme meinen Fächerpinsel und tupfe ganz wenig Farbe auf die Spitze dieses Pinsels. Nicht so viel, dass der Pinsel verklebt. Setz ihn an. Senkrecht halten den Pinsel. Ja. Und ruckzuck habe ich hier schon einen Baum gemacht, mache ein paar Gräser, gegen den Strich gearbeitet, raus. So schnell haben Sie mal einen Baum gemacht. Das ist also gar kein Hexenwerk, das richtige Werkzeug für den richtigen Bildausdruck. Fächerpinsel ist auch toll geeignet, mal für Fell einfach den Pinsel rauszuziehen. Sie sehen, es gibt eine wunderschöne Struktur, die nächste Schicht. Und so können Sie ganz schnell mal Fellstrukturen rausholen. Hier haben wir jetzt den ovalen Borstenpinsel. Was ganz Spezielles für jemanden, der schon etwas professioneller arbeitet und sagt, ich möchte wunderschöne, exakte Kanten und Farbverläufe haben. Sie nehmen wenig Farbe auf die Spitze auf, setzen den Pinsel an und fangen an zu reiben. So, muss etwas Feuchtigkeit rausnehmen. Ich habe ja vorhin gesagt, so ein Pinsel, der darf nur glamm sein, so ein Borstenpinsel, nicht feucht. So, das war jetzt hier etwas zu feucht. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Farbe aufgenommen. Und dann können Sie wunderschön von dunkel ins hell Verläufe schaffen
mit so einem Pinsel. Je größer die Verläufe sind, umso größer muss Ihr Pinsel nachher sein. Also nicht versuchen, mit so einem ganz kleinen Pinselchen schöne Verläufe zu schaffen. Das schaffen Sie eigentlich nur mit großen Pinseln. Wenn wir so schön dabei sind mit Verläufe, hier habe ich einen Lasurpinsel. Hier brauchen wir Feuchtigkeit. Sie sehen, ich habe relativ viel Feuchtigkeit im Pinsel drin. Nehme die Farbe ganz zart auf und kann jetzt auch ganz locker Lasuren ziehen. Das ist also ganz zart vom Farbauftrag. Sie können mit solchen Pinseln scharfkantig arbeiten, dass Sie sagen, komm, ich setze den mal so auf und ziehe in die noch feuchte Farbe rein, können Kanten oder großflächige Verläufe ins Bild reinbringen. Diese Pinsel sind nicht geeignet, viel Farbe aufzunehmen. Immer verdünnt mit Wasser oder mit Bindemittel. Ganz dünner Farbauftrag. Ganz wichtig bei diesen Pinseln. Gehen wir nochmal in so ein paar kleine Nischenpinsel rein. Hier haben wir den Synthetikpinsel Borste, habe ich am Anfang erklärt, dass der geeignet ist für viel Farbauftrag. Sie sehen, da habe ich ganz viel Farbe drauf. Und diese Synthetikpinsel sind sehr stabil. Da kann ich wirklich mal richtig mitspielen, Farbe aufnehmen oder auch ganz dünn ausstreichen als Fläche. Sie sehen, die Fläche wird sehr gleichmäßig. Dafür sind diese Pinsel das absolut Ideale, gleichmäßige Flächen zu gestalten. Haben Sie also sehr, sehr schön gleichmäßige Flächen nachher geschaffen auf der Leinwand. Dann gibt es hier den Kapselpinsel. Auch hier fast wie bei dem ovalen Borstenpinsel. Gleiche Arbeitsweise. Etwas fluffig ran, spielen, Verläufe schaffen, rausreiben. Nicht nass machen, nur glamm. Da können Sie also auch schön die Übergänge zu etwas ganz zart herausholen. Sie sehen, das ist also, als würden Sie ein zartes Rouge auf Ihre Wangen auflegen als Frau. Kennt man so ganz zart gepinselt über die Wangen, das leicht auslaufen lassen, den Druck wegnehmen, dann wird es richtig toll. Und zu guter Letzt möchte ich Ihnen jetzt hier noch den Flachpinsel zeigen. Der Einsatz des Flachpinsels, habe ich vorhin bei der Pinselbeschreibung erklärt, sind Ecken und Kanten, kann wunderschön hier exakt, wenn man Gebäude machen will, einfach nur mal schon die Ecken und Kanten ansetzen und zieht einfach so nach unten und dadurch bekommen Sie diese eckigen Form. Auch bei Steine oder sowas, man hat immer irgendwo bei diesem Pinsel eine Ecke, deshalb ist er gar nicht für Wolken oder sowas geeignet.